Karl Schieberling spricht jetzt für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf, den wir heute in der ersten Lesung einbringen, hat zum Hintergrund, dass wir in Deutschland eine höhere Flexibilität und eine höhere Konzentration auch auf den Bereich der beruflichen Bildung und der beruflichen Integration legen müssen, auf dem Hintergrund der sich verändernden Arbeitswelt. Lassen Sie mich zunächst und am Anfang sagen, Frau Kollegin Zimmermann, das ist nun mal eben mein Schicksal, dass ich immer nach den Linken reden darf und jedes Mal das große Glück habe, Ihnen sagen zu müssen und zu dürfen, dass Ihre Realitäten mit unseren Realitäten nicht übereinstimmen. Unsere Realität lautet, wir haben eine hohe Beschäftigung, wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass über 1 Million Menschen, die zusätzlich in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den letzten Jahren gekommen sind, diesen Schritt gegangen sind, ohne dass es nötig war, dass die Bundesagentur für Arbeit oder wer auch immer Geld in die Hand nehmen musste, weil sie ganz alleine, ganz einfach ihren Weg in den Arbeitsmarkt gefunden haben. Die Argumentation, weniger Mittel gleich weniger Beschäftigung, ist eine falsche Gleichung, ist eine linke Gleichung, die hat allerdings mit der Realität nichts zu tun. Ich will Sie auf einen zweiten Punkt hinweisen. Ja, natürlich haben wir seit 2010 die Mittel für den Bereich der Arbeitsmarktpolitik reduziert. Nach der hohen Situation, die wir erlebt haben bei dem Absturz 2007, 2008. Das war aber auch nicht mehr nötig, weil wir einen Aufwuchs an Beschäftigung hatten, weil Menschen in Arbeit gekommen sind. Und mit diesem Gesetz, das wir jetzt vorliegen, wollen wir gezielt dafür sorgen, dass das, was heute die Bertelsmann-Stiftung in einer Stellungnahme uns bestätigt hat, dass Deutschland im internationalen Vergleich recht gut dasteht, was die Aufstiegsmobilität angeht, dass Leute, die zunächst eine befristete Beschäftigung haben, in Deutschland eine gute Perspektive haben, in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu kommen, dass das, was wir an Flexibilität am Arbeitsmarkt haben, jetzt unterlegt werden muss durch entsprechende Hilfen im Bereich der beruflichen Qualifizierung. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir uns den neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes stellen. Und hier geht es nicht um Steinzeitüberlegungen, hier geht es darum, dass die neuen Entwicklungen, Stichwort ist hier Digitalisierung, Flexibilisierung, Arbeit 4.0 und andere Dinge, neue Arbeitssituationen erfordern bei den Beschäftigten und bei den Betrieben. Dem stellt sich dieses Gesetz. Und ich halte das für einen guten und für einen wichtigen Schritt, wenn wir zum Beispiel Klein- und Mittelbetrieben den Weg eröffnen, auch ihr Personal qualifizieren und schulen zu können außerhalb der Beschäftigungszeit und dafür dann auch Unterstützung durch die Agentur für Arbeit für ihre Tätigkeit bekommen können. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie wir helfen, dass auch Klein- und Mittelbetriebe Perspektiven im Bereich der beruflichen Qualifizierung geben. Das ist übrigens ein wichtiger Teil zum Schutz und zum Erhalt von Arbeitsplätzen, ein nicht zu unterschätzender Teil aufgrund des Hintergrundes der internationalen Entwicklung, in denen wir uns im Augenblick befinden. Meine Damen und Herren, wir wollen natürlich auch mit diesem Gesetz die Dinge ermöglichen für die Menschen ohne Berufsabschluss. Frau Kollegin Zimmermann hat ja darauf hingewiesen, wie viele Menschen das sind. Und darauf reagieren wir im Augenblick, indem wir sagen, wir wollen auch helfen, dass alleine Kulturtechniken wie Rechnen, Schreiben, Lesen vermittelt werden können. Wir wollen genau hier in diesem Bereich einen Ansatz finden. Und ich kann beim besten Willen, so viel sei mir gestattet, nicht erkennen, was daran ernsthaft zu kritisieren ist. Und ein zweiter Punkt, den wir machen, ist natürlich der Ansatz mit der Weiterbildungsprämie, Menschen, die sich schwer tun, zu motivieren, die Ausbildung, die sie mal begonnen haben, auch tatsächlich durchzuhalten. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Nicht alle, die jetzt langzeitarbeitslos sind und ein Angebot der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters erhalten, nehmen dies aus welchen Gründen auch immer an. Wir haben hier unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Lebensrealitäten und haben keine Gleichmarschpolitik, sondern wir müssen sehen, wie wir den jeweiligen Bedarfslehren der Menschen auch tatsächlich dann entgegenkommen können. Und der Punkt, der mit im Gesetz drinsteht, den ich für wichtig halte,
Wir haben den Blick auch gewendet auf diejenigen, die kurzfristig beschäftigt sind, weil ihre berufliche Tätigkeit eine kurzfristige Beschäftigung impliziert. Das ist die Situation zum Beispiel der Künstlerinnen und Künstler. Wir alle schauen abends gespannt auf den jeweiligen Kommissar des Tatortes oder den Star, wer da gerade unterwegs ist, um die Leute zu ermitteln. Aber wir sehen alle die, die dahinter tätig sind, im künstlerischen Bereich, die nur ein kurzfristiges Arrangement haben, nicht. Die zahlen nämlich für die 6 Wochen, die sie da tätig sind, in die Arbeitslosenversicherung ein, bekommen aufgrund der Gestaltung kaum eine Möglichkeit, Geld daraus zu bekommen, wenn sie tatsächlich mal kein Arrangement mehr haben. Wir haben hier eine Regelung im Gesetz drin, die werden wir verlängern bis Mitte 2018. Und unser erklärtes Ziel ist darüber hinaus, dann zu dauerhaften Regelungen in diesem Bereich zu kommen. Ich persönlich halte das für einen wichtigen Punkt, auch von Förderung und Unterstützung von Menschen, die gerade im Kulturbereich tätig sind. Dieses Gesetz, was wir jetzt heute vorliegen, dient dem Zweck, die Frage der Qualifizierung und der beruflichen Qualifizierung zu stärken, dient dazu, Arbeitsbeschäftigungssituation zu verbessern, zu verstetigen und dient dazu, letztendlich denjenigen, die der Hilfe dringend bedürfen, auch die entsprechende Unterstützung zu geben. Und insofern ist es eine gute Entwicklung, die wir hier für die Menschen einleiten. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die